Ich bin dann in den Hofgarten oft hinausgegangen, alleine. Und habe halt die Bäume, die Wiesen und die Blumen gemalt. Wir waren 6 Kinder, sind bei den Großeltern in Coburg auf der Feste groß geworden. Da gab es natürlich sehr, sehr viele Bilder. Als ich in den 50er Jahren nach München kam, ja, und die erste Expressionisten- und Impressionisten-Ausstellung sah, das war natürlich eine Augenweide für mich. Ich habe solche Bilder nie vorher gesehen, die waren im Dritten Reich verboten und konnte man nicht sehen. Und ich war fasziniert. Und dann kam die erste große, abstrakte, international besetzte Ausstellung im Haus der deutschen Kunst nach dem Krieg. Und ich habe das so in mich aufgenommen und ich war so, wirklich so fasziniert, dass ich gesagt habe, mir, dahin wird dein Weg führen, ja? Dann bin ich durch widrige Umstände und durch allem, ich wollte Deutschland den Rücken kehren, bin ich nach Österreich gekommen und hatte eine Mappe mit Aquarellen, ja, so leicht impressionistisch gemalt. Und meine Frau, die liebe Fee, die hat das gesehen und auch ihr Bruder, der auf der Akademie war, und haben gesagt, ich sollte doch mal in die Akademie hinübergehen, das war das Nachbarhaus, und meine Arbeiten zeigen. Ich war in der Zeit wahnsinnig schüchtern, ich habe mich ja nie getraut. Aber doch, eines Tages bin ich dann hinübergewandert. Der gute Böckel hat sich die Bilder angeschaut, ohne ein Wort zu sagen. Aber dann hat er mit einem lauten Knall, er war ja ein mächtiger Mann, hat er die Mappe zugeknallt und hat gesagt, Castell, jetzt gehen Sie hinauf und fangen bei mir oben an. Ich war nicht sehr lange in der Akademie, als der Böckel dann krank wurde und wegging, bin dann auch weggegangen und habe versucht, eben frei zu kämpfen. Ich habe sehr schnell Kontakte gefunden. Zum Beispiel die Galerie Tau, die damals eine sehr wichtige Galerie war. Und dann kamen nach und nach immer mehr Ausstellungen. Ende der 60er Jahre bin ich mit der Gruppe Parts bekannt geworden. Der eine befasste sich mit Literatur, der andere machte Musik, der andere war ein Architekt, der Maler, Plastiker. Und der Hoffmann Ips selber war ein begnadeter Zeichner. Das war immer so ein interessantes Völkchen. Keiner war auf den anderen neidig. Jeder hat jeden bewundert. Es wurde alles akzeptiert. Diese ganze Zeit war eine sehr interessante, schöne Zeit. Also er hat sehr viel Zeit eigentlich auch
für die Parts gebraucht, teils auch zum Wochenende. Ja, und ich da mit den Kindern meistens auch allein war. Ne? Aber ich hatte Gott sei Dank eine Freundin, die immer an meiner Seite war. Das hat mich also schon sehr gestärkt. Ich habe Freunde wie der Rudi Brettschneider, die mir auch immer hilfreich unter die Arme greifen. Ein Künstler hat ja immer offene Augen und setzt sich mit vielen Richtungen auseinander, hat Vorbilder, die natürlich auch wechseln. Bis man aber so den eigenen Weg gefunden hat. Früher war ich eigentlich eher ein Zeichner, ja? Und die Malerei hat sich eigentlich relativ spät erst, vor allem die abstrakte Malerei, über die ich mich nie getraut habe. Also es gibt in der abstrakten Kunst gibt es ja auch so gewisse Richtungen, ja. Und meine ist eigentlich mehr so im formellen Bereich. Also man sieht nicht den Baum als Baum, ja. Ich arbeite parallel zur Natur. Das, was ich aufgenommen habe, die Musik des Waldes, wenn der Wind durch die Wipfeln rauscht oder wenn ein Buchenblatt vom Baum fällt, das höre ich und sehe alles und das bringe ich dann eben auf meine Leinwand oder aufs Papier. So. Mal schauen, was wir da machen heute. Dieser ganze Prozess, ja, der geschieht bei mir eigentlich nicht aus dem Intellekt, sondern der läuft eigentlich eher so aus dem Arm heraus, ja, in die Hand, über den Pinsel auf die Leinwand. Thank you.
Ich bewundere ihn, dass er also so also wirklich kreativ ist, in allen eigentlich. Er ist eigentlich nicht nur der Malerei kreativ, er ist wirklich ein unglaublich kreativer Mensch. Und das ist wirklich toll. Und mit meinen Kindern, ja, die liebe ich natürlich abgöttisch. Beide haben eine wirklich künstlerische Potenz. Wir haben also so viel erlebt in unseren 50 Jahren. Ne? Kann man mal sagen, gell? War immer aufregend.